Guten Tag. Bei Facharbeiten ist es üblich, dass wir zuerst eine Titelseite finden, dann das Inhaltsverzeichnis und dann auf der dritten Dokumentseite beginnt die Arbeit und dort ist es dann auch mit Seite 1 angeschrieben. Das ist möglich auch in Word so hinzukriegen, allerdings etwas tricky. Dieses Lernvideo soll Ihnen helfen, das selbstständig in Microsoft Word so hinzukriegen, dass auch Ihr Dokument erst auf der dritten Seite mit den Seitenzahlbeschriftungen beginnt und somit diesen Standard von diesen Facharbeiten erfüllen kann. Ich befinde mich hier in Word, wo ich bereits so eine ganz rudimentäre Arbeit geschrieben habe. Hier würde dann eine entsprechende Titelseite folgen. Dann nach unten scrolle, sieht man auf der jetzigen zweiten Seite das Inhaltsverzeichnis, das da folgen sollte. Und da fehlt dann noch der Seitenumbruch, käme dann hier die eigentliche Arbeit hin auf der dritten Dokumentseite. Was wir jetzt als allererstes machen sollten, das ist auch immer ein guter Tipp, wenn wir mit komplexen Layout-Dingen arbeiten in Word, ist hier auf dieses Symbol zu klicken, um hier die Steuerzeichen anzuzeigen. Da draufklicke, sieht man jetzt überall, wo ich da einen Zahlenumbruch gemacht habe. Und wenn ich nach oben scrolle, sehe ich ja auch, da gab es einen Seitenumbruch. Den kann ich hier einfügen mit Ctrl-Enter oder Command-Enter auf dem Macintosh-PC, dass da wirklich eine neue Seite dann entsteht. Das ist sehr nützlich, gerade jetzt, wenn wir noch etwas Neues brauchen, nämlich einen Absatzumbruch. Ich klicke hier vor die drei Punkte. Ich könnte auch da jetzt das machen und erst nachher zu schreiben beginnen oder wenn da schon Text steht, das reinzunehmen. Die Idee ist, dass das auf der nächsten Seite folgt und zwar so, dass ich dort die Seitenzahlen neu einrichten kann. Ich gehe dazu hier auf Layout. Und hier habe ich den Knopf Umbrüche mit einer Auswahl. Da wähle ich nicht den Seitenumbruch aus, sondern hier unten bei Abschnittsumbrüchen, Abschnittsumbruch auf die nächste Seite. Ich klicke da einmal hin und bin hier schon auf die nächste Seite gesprungen. Wenn ich da oben nachschauen gehe, steht hier jetzt Abschnittswechsel, nächste Seite, genau das, was ich ja hier ausgewählt habe. Um nun eine Seitenzahl hinzuzufügen, kann ich hier unten einen Doppelklick machen oder aber ich finde das hier oben, indem ich hier auf Einfügen klicke und dann ganz rechts habe ich hier die Seitenzahl. Ich wähle das einmal aus, das wäre am Seitenende, machen wir hier eine einfache Zahl und in der Mitte hin. Jetzt bin ich nach unten gesprungen und wenig überraschend steht hier die 3 hin, weil wir sind ja auf der dritten Dokumentseite. Unser Ziel ist es aber, dass hier eine 1 ist und es dann nachher hier fortlaufend zu zählen beginnt. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir hier, es steht Fußzeile Abschnitt 2. Wenn ich nach oben scrolle, sehe ich hier, haben wir eine Fußzeile Abschnitt 1. Das ist schon mal gut, das heißt, wir können hier die Abschnitte unterscheiden. Abschnitt 1 sollte dann leer werden, Abschnitt 2 die Seitenzahl enthalten. Der wichtigste erste Schritt ist das hier zu entfernen wie vorherige. Das ist hier oben der Knopf mit vorheriger verknüpfen. Wir möchten ja nicht, dass er das übernimmt von vorher, sondern dass er eben etwas Neues macht. Ich nehme das hier also nach draußen. Es ist hier verschwunden. Dann muss ich hier noch die Seitenzahl anpassen. Das finde ich, wenn ich hier um Kopf- und Fußzeilen-Tools Entwurf Seitenzahl klicke und nun Seitenzahl formatieren auswähle. Da ist es nicht mehr fortsetzen, sondern beginnen bei und dementsprechend bei 1. Das soll hier dann neu beginnen. Ich klicke auf OK. Hier ist eine 1 erschienen, das schaut schon mal gut aus. Schauen wir mal oben nach, ob es da auch okay ist. Da haben wir noch eine 2 darin. Die kann ich jetzt löschen, die sollte ja nicht mehr verknüpft sein. Die ist gelöscht. Kontrollieren wir nochmals, machen wir das gleich von vorne hier. Da haben wir auf der Seite 1, das ist ja unsere Titelseite, da haben wir keine Seitenzahl, das sollte so sein. Da folgt das Inhaltsverzeichnis, dann später haben wir wiederum keine Seitenzahl, dann beginnt hier die Arbeit und hier haben wir jetzt die 1 hier drin. Können wir das noch etwas überprüfen, indem ich hier beim Inhalt einfach noch etwas hinzuschreibe. Da folgt Text und sagen wir, das sollte jetzt auf der nächsten Seite erscheinen. Dann gehe ich hier hin und drücke einfach Ctrl-Enter oder Command-Enter auf dem Mac, damit es auf die neue Seite erscheint. Da ist nach Seite 1, der Folgetext wäre dann auf der zweiten Dokumentseite und das hat tatsächlich funktioniert.